Hallo liebe Wassermänner, herzlich willkommen zu eurer Liebesbotschaft für den Monat September. Du bist genau richtig hier, wenn deine Sonne, dein Mond oder dein Aszendent im Sternzeichen Wassermann ist. Und kurzer Disclaimer, bevor wir beginnen, dies ist keine persönliche Legung. Das heißt, es kann und wird wahrscheinlich nicht alles für alle resonieren. Von daher nimm das, was für dich richtig und wichtig erscheint und lass den Rest los, okay? Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, der Merkur ist wieder rückläufig. Ich habe wieder Wortfindungsstörungen. Es ist schlimm, aber ich habe das schon von ganz vielen Tarotlegern gehört. Die haben da alle Probleme mit. So, die erste Karte ist schon für euch gefallen, liebe Wassermänner. Und das ist der Turm, aber auf dem Kopf. Okay, schauen wir mal weiter. Wassermann im September, Liebesbotschaft. Ui. Für den Wassermann, wir haben die 9 der Schwerter und der Page der Münzen hatte Schütze, auch an der gleichen Stelle. Ich mach mal erst weiter. Ihr habt auf jeden Fall Angst, dass hier etwas zusammenstürzen könnte. Wassermann, Liebesbotschaft für den Wassermann im September. Liebesbotschaft. Der Mond. Ach, die Karte, die wollen wir nie haben, oder? Und zu guter Letzt die Königin der Münzen. Ja, ich habe das Gefühl, dass ihr hier, wir haben die Welt am Boden des Decks, ich habe das Gefühl, dass ihr hier Angst habt, dass etwas in sich zusammenstürzt, dass etwas, ja, wie sagt man im Englischen so schön, the other shoe drops. Also möglicherweise, falls ihr in einer Beziehung seid, habt ihr das Gefühl, da stimmt irgendwas mit der Beziehung nicht mehr und ihr habt das, ihr seid so, kurz, also ihr habt immer so Angst, dass irgendwie was passiert und dass der andere, der Partner plötzlich weg ist, dass hier der Turm einstürzen könnte. Falls ihr Single seid, dann habt ihr Angst, dass da vielleicht nichts mehr kommen könnte. Ja, dass vielleicht fühlt ihr euch auch ein bisschen als Imposter, ja, also dieses wie heißt das denn auf Deutsch? Dass man quasi vorgibt, etwas zu sein, was man ein Betrüger, ja, dass man ein Betrüger ist. Vielleicht habt ihr das Gefühl, ihr seid Betrüger und dass jederzeit irgendjemand herausfinden könnte, dass ihr eigentlich gar nicht so nett seid oder gar nicht so toll seid. Und das muss überhaupt nicht so sein. Also gerade dieses Gefühl des Imposterseins, des Betrügerseins, das haben meistens sehr, sehr hochgradig fähige Leute. Ja, das ist nämlich das Witzige. Leute, die überhaupt nicht fähig sind, haben das sehr selten. Aber dieses Betrügersyndrom haben ganz häufig fähige Menschen. Unter anderem natürlich dann auch gute Menschen. Also die denken, die Leute werden bald feststellen, dass ich nicht nett bin oder dass ich nicht liebenswert bin. Also es scheint ein Problem zu sein hier mit dem Selbstwertgefühl. Okay. Aber ich glaube, dass ihr das sehr langsam wieder aufbaut. Okay. Es kann sein, dass hier was geschädigt wurde von einer früheren Beziehung oder von tatsächlich Kindheitswunden. Ja, dass es wirklich so lange schon bei euch mitgetragen wird. Und ich sehe hier, dass ihr hier etwas repariert mit dem Pagen der Münzen. Ja, wir haben den Mond. Wie es genau, ja, es soll der genaue Lebensweg soll nicht aufgezeigt werden. Wenn der Mond kommt, ist es einfach immer so, okay, wir ergeben uns. Ja, wir sollen einfach vorangehen, weil wir würden wahrscheinlich gar nicht glauben, was uns passiert, okay? Den ersten Schritt tut ihr sehr bewusst hier. Gerade wenn euch das jetzt anspricht und ihr sagt, wow, also das ist absolut richtig,
was sicherlich nicht für jeden der Fall ist, wie ich ja auch am Anfang des Videos schon sagte. Aber falls ihr euch da angesprochen fühlt, dass ihr sagt, wow, ich habe wirklich, ob jetzt vielleicht schon länger oder in letzter Zeit, habe ich Probleme mit dem Selbstbewusstsein. Ne, ich fühle mich immer so on the edge, dass ich denke, ob andere mich verlassen, ja, ob andere sehen, wenn sie mich in Wirklichkeit sehen, dass ich dann nicht liebenswert bin und so weiter. Aber du fängst hier etwas an. Na, der Page der Münzen ist ein Neuanfang, ein sehr belastbarer, warum belastbarer, ich weiß es nicht genau, aber belastbar war das Wort, was mir in den Kopf kam. Ein belastbarer Neuanfang, ein sehr stabiler Neuanfang. Okay, vielleicht macht es euch belastbarer. Möglicherweise beginnt ihr eine Therapie oder ihr lest ein Selbsthilfebuch. Das ist auf jeden Fall ein sehr bewusster Schritt, den ihr hier geht. Und das ist, ne, es ist im Herz der Legung. Das heißt, es ist sehr wichtig im Monat September, dass ihr hier bewusst Gegenmaßnahmen ergreift. Denn das ist hier, das ist Illusion. Das ist eure Angst. Das ist nicht die Realität. Okay, mit dem Mond, wie gesagt, so ganz sehen wir hier alles nicht, ja, wie das vonstatten geht, aber das Ziel hier ist die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen ist ja eine großartige Weiterentwicklung vom Page der Münzen und wir sind schon sehr, sehr reif, ja, sehr wohlhabend, fruchtbar, hier das Kaninchen zeigt, dass du sehr fruchtbar bist. Wir haben sogar zwei Kaninchen. Mir fällt gerade auf, hier auch auf der Mondkarte ist ein Kaninchen. Also das, was du jetzt beginnst hier, Selbstheilung, Therapie, selbst, ja, vielleicht findest du eine Möglichkeit über die sozialen Medien oder ähnliches, eine Gruppe, der du dich anschließen kannst. All das wird extrem fruchtbar sein für dein Liebesleben. Okay? Ich sehe jetzt hier im Monat September erstmal nicht irgendwas Neues oder irgendwas Altes oder ja, es ist hier der Hauptaugenmerk liegt hier tatsächlich eher auf der inneren Heilung, auf der inneren Rückbesinnung auf dich selber. Ich kenne Wassermänner, ja, ich kenne besonders Wassermannfrauen, sehr starke Persönlichkeiten. Ne? Und wenn hier tatsächlich irgendwas passiert sein sollte und das hier ein wenig, wenn daran gerüttelt wurde, dann habt ihr die Kraft und die Macht, euch daraus auch wieder selbst zu befreien. Sobald ihr in der Königin-Energie seid, meine Güte, also dann kann euch ja fast nichts mehr angreifen. Ja, nichts mehr antasten, was euch vorher in Angst und Schrecken versetzt hat. Okay, also wirklich eher innere Arbeit, aber sehr, sehr fruchtbar. Sehr, sehr fruchtbar. Und dadurch, dass es eine Liebesbotschaft ist, hat es auch Einfluss auf euer Liebesleben, hundertprozentig. Okay, Wassermann, Liebesbotschaft für den September. Wir haben Gesang. Hört laut und deutlich meine Stimme, denn ich ruhe in meiner Wahrheit. Ja, die Balance wiederherzustellen, deine Wahrheit vielleicht mit Gesang, vielleicht hilft dir das, ja, sich auszudrücken. Summen und Singen reguliert tatsächlich den Adrenalinspiegel. Ja, also wenn ihr öfter, also Cortisol, nicht Adrenalin, Cortisolspiegel, ja, also wenn ihr oft Stress habt und wenn ihr oft so eben on the edge seid, also dieses Gefühl von irgendwas wird passieren, ja, dann kann das tatsächlich helfen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht geht ihr in einen Chor und fangt an zu singen oder ähnliches, aber wie gesagt, auch summen, zu Hause summen, mit dem Radio mit summen und so, das ist sehr, sehr heilsam. Reguliert den Cortisolspiegel. Das ist das Stresshormon, falls ihr das nicht wusstet. So. Für Wassermann. Grenzen. Eng verwoben mit dem, was du bist, dürfen die Grenzen nicht überschritten werden. Es liegt an dir, diese Grenzen aufzubauen, ja, Boundaries, also Grenzen auch anderen Leuten gegenüber setzen, aber auch dir selber, okay, denn wenn du etwas anfängst, dann halte es auch, okay, denn das pflegt das Vertrauen in dich selber,
Okay, also es geht um Grenzen setzen, anderen gegenüber, aber auch dir selber. Ich glaube, dir gegenüber Grenzen zu setzen, ist diesen Monat tatsächlich am wichtigsten. Und damit meine ich jetzt nicht, dich fertig zu machen oder so, sondern so wie wie du behandelt werden möchtest von anderen, dich auch selbst zu behandeln. Also wenn du möchtest, dass etwas durch, natürlich möchtest du, wenn du jemanden kennenlernst oder mit einem Partner zusammen bist und er oder sie verspricht dir etwas, dann möchtest du natürlich, dass das auch durchgehalten wird und eingehalten wird. So solltest du dich auch dir selbst gegenüber verhalten. Wenn du sagst, oh, ab morgen werde ich meine Ernährung auf gesünder umstellen, ich habe so wenig Energie, ich brauche ein bisschen mehr Vitamine, dann halte das durch. Halte es durch, selbst wenn es nur durch Kleinigkeiten ist, ja. Also du musst nicht von heute auf morgen, ja, von nur Hamburger und Pommes auf nur Gemüse und Salat umstellen, bei Gott nicht. Aber wenn du dir etwas versprichst, dann halte die Versprechen klein und sag zum Beispiel, ich werde jetzt ab morgen werde ich eine Portion Gemüse mehr essen am Tag. Okay, und vielleicht auch vielleicht die Cola am Nachmittag weglassen, sondern ich trinke dann ein Wasser statt Cola. Solche Kleinigkeiten, ne? Also wirklich Dinge, die du dir selber auch halten kannst. Wenn du sagst, oh, morgen, du isst bisher nur McDoof und Burger King und wie die ganzen Ketten heißen. Und dann ab morgen esse ich nur noch Gemüse. Das wirst du nicht halten können. Also, wenn du dir Versprechen gibst, dann kleine Versprechen, und die du halten kannst. Und dann halte sie. Okay? Auch wenn du sagst, ich höre gerade, ich möchte mit dem Rauchen aufhören. Auch da, halte dein Versprechen dem gegenüber. Wenn du versucht bist, wieder in die alten Muster, dann denk daran, dass du dir das Versprechen gegeben hast. Ja, erinnere dich selbst daran. Du hast es mir versprochen. Ja, wir sind uns so wichtig, dass wir auch auf unsere Gesundheit achten. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, aber es gibt auch in anderen Sachen, ne? Es ist zum Beispiel Sport, dass man sagt, ich möchte mehr Sport machen. Halte das Ziel klein und sag, okay, dann ich möchte dann dreimal die Woche 15 Minuten schwimmen oder dreimal die Woche 15 Minuten um den Block laufen oder sowas, ja, dann halte es auch, halte es klein. Wenn du sagst, ich schaffe keine dreimal, dann nur einmal in der Woche, okay, aber halte die Versprechen, die du dir selber gegeben hast, ganz, ganz wichtig diesen Monat. Das baut Vertrauen auf in dich selber. Und oh, wir haben ein Win-Win-Ergebnis ist vorhergesagt. Also wenn du das tatsächlich befolgst und an dir arbeitest, und das sehe ich hier ganz, ganz klar, dass du das sehr, sehr bewusst tust, dann wirst du, vielleicht hast du dann ein Glow-Up. Ja, ich bin gerade mit der Königin hier. Es ist nicht die Königin der Stäbe, aber auch die Königin der Münzen ist sehr attraktiv. Und Glück ist auf deiner Seite. Wir haben einmal die Waage und einmal den Schützen. Und Waage beginnt auch im September, die Waagesaison. Also das, was du dir hier vornimmst im September, das wird so gegen Dezember wird das Früchte tragen. Ne, mit dem Schützen hier. Und du hast auch noch das Glück auf deiner Seite. Also das, was du beginnst, wie gesagt, wird sehr, sehr fruchtbar sein. Und wird dich aus diesem Mindset hier herausbringen und hin zu einer sehr viel fruchtbareren Auffassung über das Leben und über die Liebe. Okay. So, zu guter Letzt ziehe ich euch noch ein paar Liebesbotschaften. Eine will direkt schon raus. Oh, okay. Zwei auf dem Boden. Wir haben hier auch viel Sakralchakra-Farben, zumindest die auf dem Boden lagen. Wir haben einmal die sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Und wir haben Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Und ich denke, diese Person bist du selbst. Okay, mit der Verwandlung, du verwandelst dich. Hier sind auch noch ganz viel. Alles Sakralchakra, außer hier noch ein bisschen Halschakra.
Erfolg, hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Ja, also auf jeden Fall. Und wir haben einen heimlichen Verehrer auch noch, der im Hintergrund sich versteckt hält, der im September wahrscheinlich noch nicht rauskommen wird. Aber das ist ja vielleicht ein Ansporn, dass hier ein heimlicher Verehrer auf dich wartet. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar und ein Abo, sodass ihr nichts mehr verpasst. Und falls ihr mich darüber hinaus unterstützen möchtet, könnt ihr mir ein Trinkgeld zukommen lassen, zum Beispiel über den Super Thanks Button, das kleine Herz unter diesem Video. Es gibt noch andere Möglichkeiten wie PayPal oder Amazon. Die Links und Infos dazu findet ihr im angepinnten Kommentar und in der Infobox. Und ich sage danke, dass ihr da wart, wünsche euch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin.